Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play und dieses Mal haben wir das schöne Spiel Banjo-Tooie. Wie man hier vielleicht schon sehen kann, ich habe keine Ahnung, inwiefern man das Intro von dem Spiel kennt, aber vielleicht sieht man es halt, vielleicht kann man sich denken, hier haben wir eine gute Firma, die früher gut war, jetzt nicht mehr, weil sie halt irgendwie scheiße geworden ist, was weiß ich, den Grund kann man im Internet nachlesen, keine Ahnung. So, Banjo-Tooie, hier wird immer groß eingeblendet mit dem TM. Ganz wichtig. Warum es Tooie heißt, weiß ich selbst nicht. Aber so ist es halt. Wenn es 2011 von Nintendo, von Ware oder... Ich kann den Namen nicht aussprechen. Game by Ware. Ja, ich kann es nicht aussprechen. Wir gehen einfach Start. Wie soll das Spiel denn? Ich möchte mich an dieser Stelle aber halt bei dem guten Xerox 7 bedanken, der mir eine funktionierende ROM gegeben hat. Denn, ich hatte mehrere ROMs für dieses Spiel gefunden, habe mehrere ROMs für dieses Spiel auch ausprobiert und keiner von denen funktionierten einwandfrei. Es gab ab und zu bei manchen ROMs Hänger mittendrin im Spiel, was dann halt dazu führte, dass ich nicht wirklich gut durchspielen konnte. Und halt, was ist denn das da eigentlich? Wiederholung. Hä? Oder so, Endgegner. Nee, will ich nichts davon. Was ich aber halt sagen wollte ist, ich hatte halt mehrere ROMs probiert gehabt, die funktionierten alle nicht. Dann habe ich hier eine bekommen, die funktioniert endlich. Ich muss halt später noch was machen, das ich später erklären werde. Und insofern kann ich das Let's Play starten. Breitbild, was ist denn Breitbild? Was ist Breitbild? Ich glaube, Breitbild bauen wir lieber aus. Ja, das lassen wir lieber so, okay. Soundausgabe, bleib bei Stereo. Bildposition, Bildumfang. Ich glaube, wir bleiben lieber dabei. Sprache Deutsch auch ganz gut, okay. Gut, und wenn man das gehört hat, das ist Multiplayer, brauchen wir auch gerade nicht. Ich würde sagen, wir starten mal das Spiel gerade. Hier, Sprechstand 1, nehmen wir am besten gleich den. Und was wollte ich jetzt nochmal sagen? Genau, ich bin froh, dass ich das jetzt endlich jetzt playen kann. Vielleicht kennt man ja schon den Vorgänger, das erste Spiel in der Reihe hier. Das ist Banjo-Kazooie. Und man bekommt die Geschichte von Banjo-Kazooie hier dann mal kurz erklärt. Zumindest habe ich jetzt nur ein... Ah, genau. 2 Jahre sind nun vergangen, seit Banjo und Kazooie die böse Grundhilda zu Fall gebracht, brachten, ja. Es ist eine ziemlich gute, kurze Zusammenfassung vom ersten Spiel. Nach dem Sturz aus ihrem Turm begrub man sie tief unter der Erde, wo sie bis zu eben diesen Tag blieb. Da war halt so ein gigantischer Final-Kampf, der war toll und so, wisst ihr, also... War schon schwer eigentlich sogar. Roh. Sehr interessante Dialoge. Ja, die Sache ist die, ich... Ach, lass mich reden. Nicht gut, Alan. Kann Fell von Ammonon nicht heben. Grau, Alef, nur wegen befeuertem Bär. Nimm bald, das ist Klunko, der hat einen kleinen Sprachfehler. Dieses Spiel, klar, ich könnte auch für Nintendo 64 spielen, hätte keine Probleme damit, nur leider, habe ich das Spiel für den N64 mehr. Okay, hier sind wir bei den Hauptcharakteren. Der gerade spricht, ja, da Mumbo gut spielt, hat viel Bares von Bär. Und der Bär ist halt Banjo. Er hat recht, Kazooie. Da geht dein Vogel vor der Geld hin. Kazooie ist der Vogel, da. Sei da nicht so sicher, Banjo. Hey, schaut mal raus, die Hexe Grunti kommt. Kann ich es irgendwie vorspulen oder so? Die reden ja so langsam. Wo, Kazooie? Ich sehe sie nirgends. Das ist nebenbei der Maulwurf ist Bottles. Der ist auch ganz wichtig. Der wird, ja, da. Der Name steht gerade. Halt an, Bottles. War wohl nur Einbildung. Komm, Knochenfratze, spielen wir. Ich habe heute Glück. Oh ja, das hast du. Aber sowas von ihr alle Glück. Ein regnerischer Tag. Schön malerisch, regnerisch. Damit ist alles zu den Geschehnissen, die gleich folgen werden, passt. Ja. Also, es muss natürlich regnen, wie immer. Also, wenn etwas Schlechtes passiert, soll es regnen, um die Emotionen, die Atmosphäre und alles gut vermitteln zu können. Und da haben wir ein schönes Loch an der Wand, das nebenbei irgendwie so aussieht, als könnte man es wegstoßen. Da geht ein Fels runter. Was könnte das bloß heißen? Ach, da kommt ja was raus. Ach, wer hätte damit gerechnet? Das bewegt sich etwas ruckelig. Ist das normal so? Na egal. Ein Erdbeben, der Maulwurf. Was hat denn der? Oh, der hat ein schönes Blatt. Oh, der hat ein schönes Blatt. Hört, er hat auf den Tisch zu wirken, wie sonst schlecht. Ein ganz schönes Blatt hat er. Was spielen die eigentlich? Mobo nicht mit Tisch wackeln. Das ist eine gute Frage. Was für ein Spiel spielen die? Ganzes Haus wackeln und da fällt er um. Vielleicht sollte mal jemand draußen nachsehen. Der Text ist irgendwie ein bisschen wirklich langsam. Der Text läuft wirklich ein bisschen zu langsam ab, meiner Meinung nach, aber kann ich es überspringen? Klar, die Katze, die überspringen kann ich sicherlich, aber ich frage mich, ob ich den Text schneller machen kann. Der Text ist mir ein bisschen langsam eigentlich.
Da ist die Maschine, die gleich Böses tun wird. Mein Feld hat wegschäft. Den Bulldozer oder irgend sowas. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. So eine Art Panzer eigentlich. Da, böse Musik und grüner Nebel, weil es grün sein muss. Einfach damit es grün ist. Warum auch immer da grüner Rauch rauskommt. Die Skiplattform geht raus und da kommt auch schon ein sehr dünnes, langes Gestell. Mit einem Bohrer in der Hand. Beeil dich, Blobelda. Unser Schwesterchen wartet. Den Namen von der weiß ich gerade gar nicht mehr, aber die Fette heißt Blobelda, haben wir gerade gehört. Eilen wir sollten, Grunti, sonst böse wird. Ach Gott, die Sprachfehler alle haben. Dann von mir du runter musst. Irgendwie alle. Egal. Wie hießen die lange eigentlich? Das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Egal. Es hat aufgehört. Was das wohl war? Los, Kazooie, mal sehen, was da so gerumst hat. Aber draußen ist es dunkel und ich habe Angst. Oh Gott, Angst. Mumbo, viel mutig, ich gehe und schauen. Gleich zurück sein. Okay, Mumbo, dann geh und stirb. Oder stirbt er? Ich weiß gerade gar nicht. So ein Trottel, was? Komm, Banjo, hilf mir. Mal. Ich habe schon viel Geld angezogen. Kazooie! Ja, freu dich, du kriegst Geld. Ich muss sagen, ich habe Banjo-Tooie in meinem Leben erst einmal durchgespielt und das nicht zu 100%. Insofern, es wird hier keinen 100% Durchlauf geben und ich erinnere mich nur an die Hälfte. So ist das Simpelste. Verzeihung, Herren, ich habe den Rest nicht lesen können. Grund, die nicht Sorge muss haben, ihre Schwestern helfen werden. Fels sehr groß ist, Kräfte verbinden wir müssen. Gruntis Schwestern sollten jammern, mitnichten. Ihr Zauber wird Felsen gleich richtig vernichten. Was steht denn da bitte drin? Das Buch sieht toll aus. Da habe ich früher nie drauf geachtet, auf solche Details. Aber der Fels ist weg nebenbei. Schön, dass der Fels weg ist. Einfach so. Gegangen der Fels, so kommen du kannst. Der Fels gegangen, warum auch nicht? Da geht der Fels weg. Da oder aber er ist weg. Und Gruntilda besteht nur noch aus Knochen. Ja, der Klungo freut sich. Da muff man ja sich freuen. Fisch freuen. Nein. Was ist geschehen? So habe ich doch nicht ausgesehen. Ich bestehe noch aus. Ja, sie besteht noch aus Knochen. Hübsch Grunti aussieht. Abgenommen du hast. Ich will mein Körper. Ich hasse Knochen. Könnt ihr mir helfen? Ich muss darauf pochen. Okay, die ist sehr abgemagert. Ja, einen Plan wir haben. Also zurück zum Schloss. Ich wüsste nebenbei, also Mädels, macht mich heil. Dann versohlen wir Benchos Hinterteil. Ich wüsste nebenbei, sehr interessant, wie die mit Knochen dargestellt haben. Das nicht gut sein, nicht das Bencho sagen. Schädelmann uns hat gesehen. Überlasst ihn mir. Er ist kein Problem. Erst mache ich ihn platt. Dann zum Schloss wir gehen. Das reimt sich nicht. Grunti, reim mal mehr. Du hast früher so schon gereimt. Na, dann Verfolgungsjagd. Soll ich gerade sagen. Genau, ich finde es atemberaubend, wenn etwas aus dem Nichts zwei neue Schwestern auftauchen, die man im alten Spiel nie kennengelernt hat. Ich finde das toll. Hat keinen Sinn. Die sind einfach so gekommen. Es ist halt schlimm. Es muss ja irgendwie eine Geschichte geben und so. Es muss halt weitergehen irgendwie. Aber es ist interessant, wie einfach zwei Charaktere aus dem Nichts erscheinen. Einfach so mal plopp, wir sind da und retten die alte Anti-Protagonistin, wie man es auch nennen möchte. Den Bösewicht. Mein ist die Rache, ich treffe ihn jetzt prompt. Mal sehen, wie dem Pelztier das bekommt. Da hat sie gereimt, das ist schön. Ich mag es, wenn sie reimt. Und die reimt so schön. Das war nebenbei ein Tick von ihr, die reimt viel. Hast du zumindest im ersten Spiel gemacht? Ja, ich hätte ja zwei Köpfe, ja. Nicht Witz, seht, keuch. Sauber, Spruch, kommen. Oh Gott. Schlimm. Er hat recht.
Schnell! Alle raus! Und wir reden ganz langsam, damit es ewig dauert. Darauf falle ich nicht noch einmal rein. Ich bleibe hier sitzen. Dieser blöde Maulwurf. Dieser blöde, blöde Maulwurf. Ich könnte ihn dann nicht hauen. Oder sowas von. Die Musik ist ein bisschen zu fröhlich dafür. Egal. Ah ja, die Musik wird böse, okay. Beeile du dich, wir gehen müssen. Wartet Schwestern ganz auf die Schnelle, bekam der Bär eine Riesenschelle. Truppen wir lassen da, die Gegend zu zerstören. Irgendwie versuche ich ja dauernd zu reimen, aber die, da reimt ja eigentlich nur eine. Schade eigentlich. Ich find's cool, wie die immer reimen. Zumindest Grunti. Ich hab das voll geliebt, wenn die gereimt hat. Top! Warte auf mich, Herren Grunti. Nein, Klungo, nein. Du bleibst hier, doch komme ich bald zurück zu dir. Ja, der Arme. Wartet ewig vor dem Steinchen, dass sie wieder rauskommt und dann wird der Hocken geblasen. Einfach so. Ich finde das so böse. Es ist aber nicht zu ertragen. So, hier haben wir das kaputte Haus mit, ja, man weiß noch, wer drin blieb. Es ist nicht so, es ist wieder toll, wie hier alle Raumzeit-Kontinuum-Pläne zerstört werden, weil das Haus von außen kleiner ist als von innen. Rummel, Mumbus-Kopf, irgendwie. Ja, kalt zerschmettert. Seht, unser Haus. Ja, wie na wenigstens sind alle noch heil rausgekommen. Nicht wirklich. Moment mal, wo ist die Brillenschlange? Also, das erklärt, das Bild redet für sich am besten, oder? Aber ich finde das schön. Ist eine schöne Darstellung nebenbei. Nebenbei, die Augen sind noch purblau. Es passt aber nicht ins Bild rein. Oh, oh, Maulwurf, nicht gut aus. Ach nein, es sieht perfekt aus, mein Junge, komm. Wie hast du denn noch... Ah, oh shit, er ist doch tot. Es ist sogar schlimmer, Grund den armen Bottles getötet. Ich finde, das sieht dabei geil aus, so. Im ersten Teil war er sowieso nicht allzu beliebt. Doch, warum, boah, das war der coolste. Kazui, Entschuldigung. Ich finde, das sieht cool aus, so, mit dem halt Heiligenschein. Grund, die haben Hostel und Bottles getötet. Sie bezahlen müssen. Bär und Vogel hinter Hexe her. Mumbo euch später treffen. Super. Ich liebe es, Hexen hintern zu versohlen. Gehen wir, Banjo. Seufz. Ich wüsste, es wird dieses Mal ziemlich anstrengend. Oh ja, das stimmt. Banjo-Tooie ist um einiges umfangreicher als Banjo-Kazooie. Insofern könnte es wirklich schwerer werden, weil da vor allem mehr ist. So, hier haben wir den toten Bottles. Ich würde aber echt sagen, oh, die Flügel sehen toll aus, die ist mir nicht aufgefallen. Seht euch meinen Sonntagsanzug an. Total verkohlt. Die Tatsache, dass er tot ist, lässt ihn mal voll kalt. Finde ich gut. Immer die Ruhe bewahren. Immer die Ruhe bewahren. Okay, was muss ich jetzt machen? Ich kann doch einfach hier abhauen, oder? Oder muss ich mir irgendwas antun noch? Ja gut, ich kann mir die Gegend anschauen. Die sieht sehr kaputt aus nebenbei. Warum eigentlich? Was sind da geschehen? Was haben die gemacht? Die haben doch eigentlich die Felsen weggemacht. Grund, die belebten den Kerl getötet. Das ist nix. Hach, hach, hach. Befeuerter Bär und Vogel. Kommen. Ich warte auf Vieh hier drin. Okay. Geh rein, Klunko. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Dann kann man battlen. It's time for duel. Kann ich mein Zeug ohne, dass ich... Ja, ich kann mein Zeug ohne, dass ich die Sachen aufsammeln muss. Aber ich würde sagen, ich nehme mir schon ein paar Eier mit. Damit ich dann später Eier habe. Das ist eine gute Vorstellung. Also mal schauen, was kann ich denn alles? Also ich habe meine ZA, also ZC. R habe ich dann oben links und so. Was ich da auf dem linken Trigger habe, weiß ich gerade gar nicht. Ach, ich habe keine Ahnung, wo ich welche Knöpfe gerade habe. Na egal, ist ungefähr, so dürfte ich noch hinkriegen. Wie mache ich das nochmal eigentlich? Weg hier. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Okay, muss kurz überlegen. Was muss ich jetzt tun? Ich kann... Nee, das war ganz falsch. So, genau, so ging das. Also ich kann hier den tollen machen, dann habe ich die goldenen Federn, dann habe ich genau jeweils noch die Eier. Okay, verstanden. Also gut, ich kenne meine Moves alle wieder halbwegs. Also gut, auf geht's zum ersten Kampf im Spiel. Das finde ich nebenbei sehr interessant. Das Spiel beginnt an einem Bosskampf. Das war mein Lieblingsteil in diesem Spiel.
Also mein Lieblingsfakt an diesem Spiel war mit, dass es Bosse gab und dass das Spiel gleich mit einem Boss startet. Nach einer Zwischensequenz fängt es gleich mit einem Boss an. Ich finde das so toll. Gut, nochmal kurz alles erklärt, wie alles funktioniert und dann kommt der Boss. Ich fand das so genial. Also ganz ehrlich, Punkt, Pluspunkt. Ist es eine tolle Firma gewesen. Klungo, Diener mit Demenz. Heißt Vergesslichkeit, glaube ich. Hach, hach, hach. Wenn darf nicht. Find, Bär und Vogel haben meine Herren vor viel Fähigkeiten gemacht. Also, daran würde ich mich erinnern. Harr, harr, harr. Ihr Feind befeuert. Dafür können wir richtig reden. Harr, 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 waff. Klungo ift jetzt Böfe. Ah ja, Spiel endet hier. Dom. So typisch wie immer. Schön eingesperrt. Und grüner Saft. Er kann hier bei drei verschiedene Säfte trinken, die immer unterschiedlich sein können. Wo habe ich ihn da? Ich muss ihn jetzt treffen, weil er unsichtbar ist und suchen halt... Na, halt finden halt. Ist relativ, ich finde das relativ cool. Der halt kann jetzt drei verschiedene Säfte trinken, die ihn halt stärker bzw. schwächer machen. Je nachdem, was er halt gerade hat. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer was das schwerste war. Ich glaube, das war sogar eine von den einfachsten Versionen. Drei Versionen gibt's. Je nach Zufall kommt eine hier, glaube ich, dran. Also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das mit dem Zufall geregelt war. Aber wir werden alle drei im Laufe dieses Displays sehen. Wenn man es richtig anstellt, ist der Boss relativ schnell vorbei. Insofern keine große Sache. Aber er ist toll, mir gefällt. Da ist er, da liegt er. Nebenbei endet, der verändert so ein bisschen seinen Kittel, wenn er jedes Mal besiegt wird. Viehfarbe und Vogel verläpfen armen Klungo. Du wolltest es so. Ja. Lauf doch einfach weg. Und wir vergessen das Ganze. Es war ja sogar uns das zu lesen. Ja, gute Idee. Aber Klungo habt ihr nicht gefähnt vom letzten Mal. Scheiße. Klungo eilt Herren. Bitte betrafe Klungo mit dem Befen. Ach du Scheiße, das schätze ich doch gelesen. Ich probier's trotzdem. Okay, in welche Richtung muss ich jetzt? Ich bin von oben gekommen, das heißt, ich muss runter oder so. Das vermute ich mal gerade. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube, in die Richtung geht's hier. Vielleicht kann man mal ein bisschen mehr über die Spielereihe so reden. Also, Banjo-Kazooie kam ja, ist ja der erste Teil der Reihe hier. Das kam vor dem raus und das hier ist jetzt der Nachfolger davon. Auch nur auf der N64. Im ersten Teil geht es einfach generell darum, dass die Schwester des Bären hier entführt wurde und man halt dann als der Bruder, der große Bruder, die kleine Schwester retten möchte. Da hat man halt Kundi in ihrem Schloss verfolgt, hat dann im Endeffekt die böse Hexe besiegt und hat dann, joa, wieder Frieden in dieses Land gebracht, was man sagen möchte. So, was heißt hier wirklich Frieden, aber es ist, wurde halt friedvoller irgendwie, also die Hexe war halt weg und so. Aber er hat noch gelebt, er hat einen richtig derbsten riesigen Fall überlebt. Das unlogisch ist, aber scheiß drauf, es ist Nintendo. Das ist einer meiner Luken. Wenn du noch mehr öffnest, dann steht ein Netz von Tunnel. Du Neil, my friend. Das Prinzip, was kann ich einmal hier drin machen eigentlich? Ich fahr mal nach einfach. Da war die Chinjos drin, das weiß ich noch. Wenn ich Chinjos finde, krieg ich dafür Sterne. Sie sind alle weg. Kommt in meinen Thronsaal und ich erzähle es euch, was passiert ist. Okay. Was jetzt? Ach so, er zeigt mir. Das ist mein Palast. Nicht schlecht, was? Kommt nur rein und seht euch den Jinx heran. Ja, werden wir gleich tun. Darf ich da mal wieder spielen? Danke. Warte mal, die Richtung will ich gehen. Damn, Vorstoß. Warte, wollte ich gerade stehen geblieben? Ich will irgendwas erklären. Ja, böse Geschichte, böse Hexe, war tot und so dann. Wo war ich stehen geblieben? Ja, man nennt Moves, macht halt irgendwas und dann... war mal halt ganz toll im Spiel dabei. Ich vergesse, glaube ich, gerade irgendwas. Ach, nee, eigentlich nicht so. Ja, zumindest kam halt das Spiel raus. Es gibt jetzt noch einen dritten Teil, wenn man das so möchte. Was halt... Ah, was heißt der dritten Teil? Aber es gibt noch einen dritten 3D-mäßigen Teil für die Xbox 360, glaube ich, war das. Oder ja doch, 360 war das, glaube ich, gewesen. Oder generell Xbox halt. Den auf diesen Teil komme ich später zu sprechen. Ich kann da, ich habe da viel zu erzählen. Ich werde es auch gleich tun, aber dazu kommen wir dann später. Ich möchte wirklich viel dazu sagen. Insofern kommen wir darauf später zu sprechen, wenn keine Zwischensequenzen mehr anstehen. Insofern gehen wir gerade hier rein und wollen einmal mit dem Chinjo-König reden. Wie hießen denn einmal? Ich glaube Chingaling oder so. Ja, Chingaling. Okay, genau, Chingaling. So hieß er auch. Der ist ziemlich groß. Ich finde, es wäre viel cooler, wenn der Chinjo Nato hier stehen würde. Nun, was gibt es? Ich bin König Chingaling. König aller Chinjos. Überhaupt. Und Herr über dieses Dorf. Das Großes.
Dein Reich wird etwas leer und klein. Mein Volk wurde von diesen Hexen und ihrer riesigen Maschine in alle Winde verstreut. Und mein Dorf wird auch klein. Eigentlich genieße ich ja die Ruhe, aber mein Dorf ist klein. Aber ich brauche sie für das Steinball-Turnier nächste Woche. Und ich bin ein Egoist. Bin nicht allzu wichtig. Ich bin immer ein Egoist. Doch, und wie? Es herrscht eine große Rivalität zwischen den Jinjos mit ihrem kleinen Dorf und den Maulwürfen. Wenn wir nicht auftauchen, könnte das Probleme geben. Und mein Dorf ist immer noch klein. Oh je. Genau. Aber hier ist noch ein Anreiz für die Rettung meines Volkes. Denn ich, mit meinem Volk, bin ein Egoist, der mein Volk nur für einen Wettstreit braucht. Mit seinem kleinen Dorf. Ich glaube, dass ich egoistisch bin. Du solltest Meister Puzzle in seinem Tempel aufsuchen. Puzzle wer? Puzzle. Er ist der Anführer eines uralten und geheimen Ordens, der die mystischen Mächte des Kristallpuzzlos anbetet. Uralter Orden? Kristallpuzzlo? Das hast du doch gerade erfunden. Dann gäbst du, oder? Nee, Illuminaten, was habe ich das zu tun? Egal. Nein, ehrlich, das ist alles wahr. Das ist sehr wichtig für euer Abenteuer, denn nur der Kristallpuzzlo kann die Welten öffnen, die ihr betreten müsst. Wie die wieder alle Bescheid wissen. Und ich weiß gar nichts. Ich finde das schlimm. Wie die wieder alle... der weiß alles, aber ich weiß gar nichts. Ich finde das schlimm. Bottles Haus. Da, eine Tür. Da soll man durchgehen. Und dann mal ein Maulwurf im Vordergrund. Schön, nicht? Ich hätte mir vielleicht ein Texture-Pack für dieses Spiel holen sollen. Die Möglichkeit habe ich ja immerhin. Aber ich weiß nicht, ob es ein Texture-Pack für Banjo-Tooie gibt. Insofern... Na, egal. Na, gehst du das Ding raus. So, weitere Zwischensequenzen. Nicht schlecht für einen König, was? Ja, voll egoistisch, wenn er sein muss. Ja, sein komisches Haustier-Ding war cool. Ach stimmt, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Das ist wirklich cool. So wie diesen Puzzle-Fritzen. Walls Haus. Kann man da lesen. Unterdessen, weit über den Wolken, auf einem mehr oder weniger Schloss, das grün ist, und einen riesigen Laser zeigt. Sehr schön eigentlich. Mir gefällt der hat eine schöne Farbe. Blau. Ich liebe Blau. Schöner Kontrast mit diesem Grün. Alles fantastisch, schön gut. Gehen wir da rein. Hallöchen, großer bedrohlicher Laser. Deinen tollen Namen, den wir hoffentlich gleich sehen können. Los, Mädels. Die Zeit ist rar. Wie werde ich... keine Ahnung. Deine Reime, sie nerven. Hör auf, oder wir es nicht sagen. Oh, meinetwegen. Nein, nicht aufhören mit Reimen. Das ist böse. B.O.B. Das ist Mingi und ich konstruierten den Bio-Beamer. Lebensenergie aus Erde, Pflanzen und Wesen ersaugt. Wie hieß die es gerade? Egal. Lebensenergie in Tank wird gelagert. Duschen wird Grunti, wenn Tank ist voll. Dann neuen Körper, du wirst haben. Welch herrlich niederträchtiger Plan. Wie lang wird es dauern, bis der Tank voll ist? Reime wieder mehr, ich will dich reimen hören. Schlank du nicht bist, also viel wird benötigt. Sie ist nur noch ein Knochengestell, die ist schlank. Also fangt an zu ballern. Ballermann, yeah. Geduld du musst haben. Ziel erst gefunden werden muss. Der vermaledeite Chingaling gab dem Pilz hier gerade ein Puzzle. Dann sollten wir wohl den Shinjo-König abballern. Was? Ich habe ein Puzzle bekommen? Ehrlich? Mann! Bin ich gerade echt zu blöd dafür? Nebenbei, ich finde den Namen toll. Bob. Alter, du Bob. Schleuder, aber was aus dem Himmel raus? Was bist du für Bob, ey? Alter, das geht gar nicht her. Aufgewärmt. B.O.B. Nun ist so Feiersequenz jetzt startet. 3. Der war zu schnell. Ich habe meine Zählung nicht fertig. Ich habe gesagt, ich wollte runterzählen. Dann schießt du los. Das üben wir nochmal, okay? Das üben wir das nächste Mal. Yeah, yeah, schießt das Haus ab. Bob hat getroffen. Lebensenergie. Er jetzt stiehlt. Pech, B. Bob hat gehabt. Bär wird haben. Wir haben verpasst. Das Haus.
egal, wie steht's mit dem Verräter Jingling? Verräter? War der je auf der Seite von der Hexe? Na egal. Ich find's lieber toll, wie das Haus einfach so grau wird. Ja, da ist ein Zombie oder sowas. Ich find's toll, wie er einfach alles grau wird und das arme Haustier es tut. Warum Haustier? Das ist aber toll. Einfach alles wird grau. Grundys Life Force. Erfolg, Bob hatte Jingalings Lebensenergie, wie wir jetzt haben. Wir haben schon sehr viel Energie. Gut, Mädels. Lasst uns die ganze Insel abballern. Dass wir es können, wenn Bob aufgeladen ist. Stunden, das wird dauern und Bär wird sich rächen. Diese Stunden sind nebenbei so lange, wie ich will, weil ich das Spiel deshalb durchspielen muss. Die könnten da, die hätten da wirklich eigentlich einfach so, so einen Countdown hinpacken können, wie in Majora's Mask. Dass man in einer gewissen Zeit durchspielen muss. Klar, wird zwar heute schwer werden im Endeffekt, aber so ein Countdown wäre nicht sau praktisch gewesen, wenn es wirklich Stunden dauert. Das wär, ich fänd's cool. Ich hätte es cool gefunden. Okay, ja, wir bewundern jetzt noch einmal kurz dieses graue Haus. Und ich möchte kurz etwas zeigen. Na, ja, das Haus ist grau, ich habe keine Ahnung warum. Ich möchte etwas zeigen, nämlich da oben. Die Musik ist hier bei toll hier drin. Lauf schnell der Musik. Wir können ihn jetzt angreifen, wie wir wollen. Wir können ihn wirklich angreifen. Ich finde das toll, dass man das kann. Wir können Schaden bekommen und können ihn angreifen. Ich finde das toll, dass man das kann. Und man kann ja auch noch zum Haustier gehen. Leg den... doch nicht, okay. Mitaki Zanan, er ist sehr launisch. Okay, mache ich nicht. Doch, mache ich später schon. Ah, Taki Zan, wir heiligen dich. Taki Zan, du toller Gott. Oh ja, der Meier. Okay. Ja, da war mal jetzt. Wir können halt jetzt einen Kerl angreifen. Und, naja, wir können halt nicht töten, der ist ein Zombie. Ich finde, das stimmt, dass Zombies immer unbesiegbar sind. Ich hasse das. Wenigstens mit dem, mit der Technik sollte man doch töten können. Ich finde das viel fairer. Moment, hopp! Goldene Federn, schön. Die kann ich mehr gebrauchen als die roten. Die roten werde ich vorerst noch nicht brauchen, denke ich mal. Wobei, brauche ich die roten Federn bald? Ach, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ab ins Haus. Hallöchen, meine lieben Menschen. Bottles Haus. Hier haben wir eine Schnittstecke und ein Bild von Bottles. Hau mal rein. Und das ist die Frau von Bottles mit ihren Lockenwickern. Nein! Aha, jetzt muss ich mit dir reden. Shit, überspringen. Danke. Danke, ich wollte nicht mit dir reden. Wo muss ich hin? Ich gehe mal da links rein. Vielleicht ist das richtig. Oh, die Qual der Wahl. Ich könnte Münze werfen. Ich habe gar keine Münze da und ich habe auch kein iPhone-App dafür, weil ich kein iPhone habe. Ha. Ah, da bin ich. Ich glaube, ich bin falsch hier. Ich bin falsch. Moment, warte mal. Man kann vielleicht kurz hier mal kurz reingucken, aber ich möchte nicht mit dem Kerl reden. Man kann hier ein Bild sehen. Seht ihr das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Insofern, ich muss vordrücken, wenn die sich wild machen. Ach Gott, die Steuerung ist so ungewohnt. Mario 64 ist anders da. Kann ich ihm ausweichen? Was ist das denn? Oh. Kurzer Rock. Könnte stundenlang anschauen. Okay, ich denke, das ist der richtige Weg. Insofern, ist es richtig? Oh, es war richtig. Hexoland. Ach, verdammt. Schwierig-Dialog. Ich bin Puzzolo und dies ist mein Tempel. Wenn er mich sehen möchte, muss er zuerst meinen Torwächter passieren. Also, wag dich in das epische Battle gegen meinen Torwächter, der dich so derbst zerstückeln wird, mein Junge. Ey, das glaubst du gar nicht. Okay, jetzt können wir anfangen zu reisen, aber ich will gerade nicht. Hier links können wir zu einer Henne gehen. Werden wir später noch tun vielleicht. Je nachdem, wie viel Glück ich habe und das Zeug finde, was ich brauche dafür. Hier drin in der Höhle werden wir uns Energie anschaffen. Ich möchte Energie haben, nämlich. Danke. Und hier haben wir einen falschen... Oh, nee, es ist ein... Guck mal, das ist ein richtiger Chinchu. Es gibt nämlich normale Chinchos, wie die hier, die wir dann sammeln. Wenn man alle von einer Farbe hat, kriegt man Puzzleteil. Und dann gibt es noch diese, Fake Chinchos, die falschen, die einen töten möchten. Das sind so Roboter, würde ich sagen. Die greifen einen dann an, wenn man zu nahe kommt. Also generell, man sollte auf einen Chinchu hinrollen, damit man nicht überrascht werden kann.
Hausschattenstoß. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich lebe in diesem Haus ganz allein im Wald mit dem Rest meiner gleichfarbenen Familie. Ganz allein momentan noch. Rettet alle und du erhältst das Familienerbe, das momentan ich alleine besitze. Yay. Okay, habe ich Zeit über das Banjo und Kazooie Nuts and Balls zu reden, den dritten Teil? Nee, habe ich gerade nicht, weil wir gleich wieder eine Zwischensequenz haben werden. Insofern spare ich mir das für den nächsten Part, auch wenn wir in der Welt sind, eh nichts zu sagen haben. Okay, so, wir ersteigen die epischen Treppen des Buslos. Wir gehen rechts und links gucken, wir reden mit dem Kerl hier. Wir überspringen den Ding des Geplapper, weil es nur darum geht, hast du Puzzle? Ich habe Puzzle, also kann ich rein, kann ein Rätsel lösen. Da, Puzzlos Tempel, hallo Puzzlo, sei gegrüßt, du Auserwählter. Er hat den Tempel des heiligen Puzzlo betreten. Tritt er vor den goldenen Monolithen, will er prüfen, ob er wert ist, einzutreten. Joa, machen wir aber jetzt gleich erst, ich muss ja F5 drücken jetzt. F5 ist Safe State, das mal kurz zu verdeutlichen. Wir haben ein kleines Problem an dieser Stelle, das ich demonstrieren werde. Ich habe an dieser Stelle gerade F5 gedrückt, um Folgendes zu vermeiden. Wenn wir jetzt hier das Bild anschauen, werden wir feststellen, dass man dieses Bild nicht lösen kann. Na klar, man kann herumprobieren und testen und was weiß ich, was man hier tun kann. Aber dieses Bild wird später noch scheiß schwer werden. Insofern drücken wir wieder F7. Sind wieder hier. Das Problem ist, mit diesem Texturenpack, mit dem Video-Plugin, das man normalerweise im N64 Emulator drin hat, funktioniert das einfach nicht. Insofern muss ich jetzt ein anderes Video-Plugin auswählen und dann dieses Bild machen und dann wieder das alte Plugin zurückwechseln, weil das andere Fehler verursacht. Insofern muss halt leider so gemacht werden, damit ich nicht andauernd ins Spiel raus und wieder rein muss. Ne, anders zum Raus und rein muss, mache ich halt Safe State, damit ich nicht ewig warten muss und halt so muss das getan werden. Das ist der einzige Fehler, den ich mit dieser ROM habe. Damit kann man leben. Insofern, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, wenn ich mein Video-Plugin gewechselt habe. So, dann geht's auch gleich weiter. Wir haben ein anderes Video-Plugin drin. Nebenbei ist Banjo jetzt weiß. Sehr schön, oder? Ja, egal. Zumindest es funktioniert jetzt wenigstens. Denn ich kann das Bild erkennen. Das einzige Problem, das man jetzt hierbei vielleicht sieht, ist, es ist zu einfach. Ich meine, ich kann sehen, wo welches Teil rein muss. Was das Ganze etwas einfach macht, leider. Das wollte ich eigentlich wieder hinsetzen. Ich kann es leider wirklich nicht anders da machen. Ich habe kein Video-Plugin gefunden, das mir das Ganze so macht wie im normalen N64-Spiel. Insofern müssen die Puzzles leider so ablaufen, dass ich das Hintergrundbild schon sehe und es halt so einfach für mich ist. Es tut mir leid, anders da geht es wirklich nicht. Ja klar, alles gelöst, das ist alles toll und gut so. Dann würde ich gerade sagen, ich warte, bis ich Start drücken kann. Genau, Puzzlos Tempel, der ist kurz weiß mit der Hand hier, weil er halt so toll kann irgendwie. Und er macht jetzt atemberaubende Dinge mit seiner Hand. Hand of Kind of Hell. Hey, der macht das gewaltigen Puzzle. Ja, ich selbst. Mein Jünger. Hexoland, mystische Mulde. Joa, jetzt sehen wir halt, was das Puzzle so kann. Dieses tolle große Puzzleteil. Denn da. Diese Tür mit dem Kopf drauf, mit dem Puzzleteil, dem Puzzlestein rechts neben dran, da wird jetzt der Blitz einschlagen und dann macht's Peng und dann geht die Tür hoch und dann können wir reingehen und ins Weiße nichts laufen. Ja, okay. So, für Aufgabe 2 hat er nicht genügend Puzzle los. Kehre er zurück, wenn er genügend gesammelt hat. Wie viele werden das? Ach, ich brauche 4 Stück nur. Ist ja wenig. Ist echt wenig. Na egal. Na, die erste Welt können wir schon zu 100% beenden. Inwieweit ich das machen möchte. So, man sehe, ich habe einen komischen Schatten irgendwie. Der sieht komisch aus. Das sieht wirklich toll aus. Wir werden das für die erste Welt laufen. Das heißt, bis hierhin. Wir werden hier Start drücken und hier beim nächsten Mal weitermachen. Insofern, ach, wie bis zum nächsten Mal.